Peace, was geht? Was geht, Freunde, Leute? Also wir sind jetzt auf der ersten Motorshow. Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei No Fucks Given Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wahrscheinlich könnt ihr mit dem Hintergrund gerade nichts anfangen, aber wir sind an einem relativ bekannten Ort, Yunus, bzw. Kfz-Fuzis. Wir sind ja heute auf der Essen Motor Show mit den Jungs. Hier sehen wir ein paar von den Jungs, die von Kfz-Fuzis mitkommen. Hier ist David von unserem Team. Dann treffen wir noch Freddy und der Alex ist auch mit am Start, den habe ich gerade gar nicht erwähnt. Da hinten. Guten Tag. Alex von SF Media. Und ja. Wir werden jetzt hier gerade ein bisschen satteln, hier werden noch Speicherkarten ausgetauscht und so weiter und so fort. Und dann geht es los. Ich bin mega gespannt, wird richtig lustig und ihr könnt richtig was erwarten. Vorne ist JP, was war das? GT3? RS? Ja. Porsche GT3 dahin. Tschüss JP. Hier ist krasses Tuning auf jeden Fall. Volvo mit M3 Abgasanlage, original. Hi! Hast du hingekriegt? Ja. Sehr schön, sehr schön. Peace, was geht? Was geht, Freunde, heute? Also wir sind jetzt auf der ersten Motorshow. Ja. Du fühlst ganz schön nah, ne? Kann das sein? Ja, aber sieht gut aus. Hey, mit dem Hintergrund. Wir haben den Dome getroffen, deswegen war ich da noch ein bisschen im Gespräch. Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen drüber gehen, mal gucken, ob wir euch was Lustiges zeigen können. Wir werden auf jeden Fall noch driften mit Drifting Lele. Danke nochmal an die Jungs, die haben mir nämlich einen Ausstellerausweis zukommen lassen. Und die haben hatten noch einen über, den haben sie mir gegeben und mega Aktion von den Jungs. Wenn wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Wird super interessant. Die haben eine S14 mit 2OZ. Richtig lecker und das Ding haut brutalste Fehlzündung raus. Also geil. Bin gespannt, Bruder. Freunde, hier RWB. Hammer geil. Richtig geil. Guck dir auch mal die Verarbeitungsqualität hier an, ne? Richtig, richtig krass. Ist auf jeden Fall gut breit. Obwohl ich sagen muss, dass ich mittlerweile so ein bisschen schon wieder mehr ein Fan geworden bin von Originalen. Warum, fragt ihr jetzt vielleicht? Ganz einfach, man sieht so viele RWBs mittlerweile im Netz, dass ich mich freue, wenn mal wieder einer so clean gebaut ist und nicht nur original ist, sondern wirklich clean gebaut ist, so wie der hier zum Beispiel. Ja, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr fitted wäre, würde er mir richtig gefallen, aber gut, das ist immer Geschmackssache, ne? Das ist immer Ansichtssache. Krasse Mütze, Bruder. So, Freunde, hier ist auf jeden Fall Ken Block in Person. Richtig geil. Und da hinten der Unicorn, den werden wir uns gleich mal angucken. Der Mustang von ihm. Richtig, richtig geil. Ja, richtig krass. Ich wusste ja, dass er hier ist, aber ich hatte eine andere Uhrzeit bekommen. Eine andere Uhrzeit im Kopf. Jetzt ist natürlich super voll. Samstag halt, was sollen wir machen? Aber ich glaube, wir kriegen trotzdem mal einen Blick. Überlegt euch mal, was für eine Ingenieurskunst da drin steckt. Ich zeige euch gleich mal den ganzen Unterbau von dem Auto so ein bisschen, soweit ich reinkomme mit der Kamera. Und das ist auf jeden Fall richtig krass. Alleine hier vorne die Spurstangen. Guckt euch mal an, was die für einen Durchmesser haben. Das ist so krass. Die Antriebswellen sind mitlenkend gestaltet, also das ist richtig, richtig krass entwickelt hier die ganze Geschichte. Das ist wirklich, wirklich brutal. Vom Allerfeinsten hier die ganze Nummer. Wahnsinn. Auch hier keine Fenster natürlich, wir können hier quasi mit der Kamera ins Auto rein. Wir können uns das alles angucken. Das ist halt richtig krass, ne? Das ist halt richtig, richtig geil, meiner Meinung nach. Das ist so ein brutales Vieh und der sieht immer noch übel geil aus, ne? Nur wie gesagt, ne, da vorne ist er in Person. Sehr, sehr geil. So, vorne. Hier ist auf jeden Fall Mercedes Limousine. Was ist das für einer? Irgendwas Essiges, ne? Der Mercedes wieder abgegeben, weil ich ja nicht mehr haben wollte. Achso, ja. David hat den letztes Jahr an Mercedes wieder abgegeben. Die wollten ihm zwar 500.000 zahlen für den Wagen, aber er hat gesagt, könnt ihr so haben, weil auf die Peanuts, gebe ich nichts drauf. Auch ein Ding, was viele vielleicht kennen könnten. Ganzer Unterbau wurde komplett umgeschweißt und gemacht und getan. Ich glaube, komplett sogar hochgesetzt, wenn ich mich nicht irre. Das Auto ist auf jeden Fall sehr, sehr tief. Also da ist alles umgebaut untenrum, ne?
Wenn man sich das hier anguckt, das Auto liegt wirklich, wirklich auf dem Boden. Ne? Also das geht mir gerade mal hier so bis zur Hüfte. Ist halt wirklich krass. Einmal komplett den Unterbau umgebaut. Phoenix auch am Start mit seinem blauen E36. Sehr geil. JDM und dann so. Und nochmal geil. JDM Beste. Hier nochmal das Auto von dem lieben Phoenix. Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Sehr schön. Felgen würde ich jetzt andere fahren, persönlich, aber das ist immer eine Geschmackssache. Ich mag das Auto so im Allgemeinen sehr, sehr gerne. Passt gut zu deinem Pullover, guck mal. So, unser lieber Stas. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gezeigt habe, aber Stas ist auch hier mit am Start. Ja? Und wir werden jetzt hier mal beim Drift-Team Lele vorbeischauen. Wir werden uns das hier mal angucken. Ja, sehr, sehr sauber aufgebauter 2JZ in einer S14. Wenn wir mal Hallo sagen gehen hier. Du kriegst Massage hier. Du kriegst hier eine Massage, professionell. Aber nicht, dass du dir was durchspannt. Bist du ausgebildete Masseuse? Ja? Na, dann ist gut, dann ist gut. Du musst aufpassen, weil einmal zack und dann liegst du, Alter. Warte, also klack und dann bist du gelähmt für einen halben Tag. So, weißt du, liegst hier und du, weil falsche Frage. Einmal falsche Frage gestellt, zack. Ich hab nichts damit zu tun. Sag mal los zu die Leute. Hallo, hallo YouTube. So, das sind die Jungs, die mir übrigens den Ausstellerausweis gegeben haben. Mega cool, richtig, richtig geil. Und das ist deren Auto, 2JZ in einer S14. Ja, komplett umgebaut natürlich, professionell für Drift. Lenkeinschlagserweiterung, ja, was man halt eben alles so braucht. Vier Käfig, also das ist wirklich ein komplettes Competition-Fahrzeug. Ne, ist so zugelassen und soweit ich mich jetzt nicht irre, der hat FIA-Zulassung, ne? Der hat FIA-Zulassung, oder? Ja, so gut wie. So gut mal, wie. Alles ist nach FIA gebaut. Wir haben nur keine FIA-Zertifizierung. Okay, also aber ihr habt das noch. Theoretisch bekommen, okay. Aber ihr könnt. Der ist so Competition Legal, ne? Ja. Okay, perfekt. Roundabout irgendwie 450 PS, also noch relativ wenig für diese Basis, für den Motor. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Richtig geil. 2JZ sowieso, wer den Motor nicht kennt, kommt. Also 2JZ GTE kommt aus einer Toyota Supra. Ursprünglich der Motor. Ich glaube, es gab den auch noch in dem Toyota Aristo oder auch dem Dingsverbaut. Ah, das ist gut. Jetzt komme ich nicht drauf. IS300, Lexus IS300. Als GE und als GTE. Wahnsinnig stabiler Motor. 3 Liter, 6 Zylinder, Turbo aufgeladen. Mega. Ja, also das ist wirklich Hammer. Und seht euch das an, das ist noch ein echt kleiner, verhältnismäßig kleiner Turbo. Ne? Hier Zusatzlüfter, alles drum und dran, Frontkühlung weiterhin. Es gibt auch viele, die dann auf Heckkühlung umbauen bei solchen Fahrzeugen. Die sind hier bei der Frontkühlung geblieben. Hammer, Hammer Fahrzeug. Wer die uns nicht kennt, die machen übrigens auch YouTube, also Drifting Lele. Ich werde das auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, nur dass ihr Bescheid wisst. Da findet ihr auf jeden Fall alle Informationen nochmal zu den Jungs, beziehungsweise den Link zu deren YouTube-Kanal, zu deren Instagram-Seite findet ihr unten. Alles kein Problem. Und das ist halt Hammer, ne? Jonas guckt ja auch gerade schon ganz begeistert. Also Freunde, Auto läuft, 2JZ schnurrt. Ist das geil? Ist das Auto nicht geil, Digga? 2JZ S14, Digga, mit 450 PS, werden jetzt hier in dieser Halle erstmal richtig terrorisieren. Richtig terrorisieren. Es gibt eigentlich auch hier, soweit ich das gehört habe, Fahrverbote für Flammen und für alles. Aber ich glaube, Informationen zu haben, dass das trotzdem passieren wird. Wir werden sehen. Also, das Fahrzeug wird jetzt erstmal nach vorne gebracht, dass wir dann gleich loslegen können. Ich bin sehr gespannt. Entschuldigung, ich bin Arzt. So, hier wird das Auto verbracht. Wollt ihr hier natürlich mithelfen, ne? Oh, was ist denn da? Geschenke, perfekt. Geschenke. Gleich andere Richtung. Seht euch die Karre an, wie böse der kommt.
natürlich auch mit am Start hier. Alex, sag mal lieber Hallo. Hey, was geht ab? Sag mal lieber Hallo. Hallo. Ich hab gehört, das war ganz schön laut, aber ich hatte diese tollen Dinger. Ich weiß nicht, ob es laut war. Er hat gleich rote Flagge bekommen. Ja, hat überhaupt irgendwie Flammen oder so? Nee, es gab keine Flammen. Es gab gar nicht drauf. Wir gucken so, hey, was? Jetzt schon? Ja. Rote Karte. Kein Blinker, kein Schulterblick. Fensterscheibe war zu weit unten, ja, ja. Ohne Eintragung. Ja, ja. Er hat seinen Spiegel nicht eingestellt, bevor der Scheinwerferregulierung auf, weil er hat Xenon von eBay. Also Freunde, das war Drifting Lele. Ihr werdet in Zukunft von den Jungs noch einiges sehen und dann auch mal richtiges Drift, wenn wir auf der Rennstrecke sind. Also Freunde, Drift war ja jetzt nicht so volle, also nicht so krass. Die Karre war krass, aber ja, wir können halt nicht so lange, weil es halt direkt zu laut war. Ja, ich wieder rote Flagge. Aber egal, davon lassen wir uns den Spaß nicht verderben. Wir werden jetzt nochmal in die 1A Tuning Experience gehen und werden dann. Das ist ja wohl, Alban. Und werden euch dann mal zeigen, was da für Karren sind. Es wird auf jeden Fall mega interessant. Ich bin super gespannt. Polo mit Elektroswap. Ja, Alter, ey. Guck mal, jetzt mal links an, Dach an. Alter, das habe ich jetzt erst gesehen. Schaut euch das an. Hammer. Hammer. Nice, really. Renault 5 GT Turbo. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. OZ Turbo Felgen müssen das jetzt sein, wenn ich mich nicht irre. Es gibt ja manchmal auch Replikas, ähnliche Felgen. Das müssen OZ Turbo Felgen sein. Guckt euch mal an, wie das Ding ausgebaut ist. Das ist der Hammer, Freunde, ehrlich. Richtig, richtig geil. Hammer, ne? Ja, Hammer geil. Lass dich voll geil fahren, so voll in die Kurve und so. Ja? Ja. Glaube ich, wie Go-Kart bestimmt, ne? Auf jeden Fall, Hammer. Renault hier ist auch richtig schick. OZ Futura, hinten komplett takt. Mega, guckt euch mal den Flügel hinten an. Natürlich, ob die Sinnhaftigkeit da noch gegeben ist, die andere Frage, aber es sieht auf jeden Fall genial aus. Richtig, richtig geil. Hier E92, richtig schön gemacht. Betten gefallen mir nicht so, die sind so leicht gräulich. Und das sieht ein bisschen aus auf den ersten Blick, als wären die dreckig. Ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber hinten den Kotflügel auf jeden Fall auf Fender Tulip gestellt. Überlegt mal, GFK auf Fender Tulip, richtig cool. Finde ich gut. Ich will nicht wissen, wie viele 1000 Euro bei diesem Fahrzeug nur in der Lackierung stecken, beziehungsweise den Lackierungen. Hier sind Muster mit Glitzer eingearbeitet. Auch im Motorrad genau dasselbe mit Schattierungen, das ist der Wahnsinn. Hammer. Hier WRX SSR Professor SP1. Und den kennen wir ja noch vom Racism. Dazu braucht man auf jeden Fall ganz dicke Eier. Der Kollege fährt, glaube ich, 3,55 auf der Hinterachse und hat immer noch Stretch. Ne? 3,55 auf der Hinterachse und immer noch Stretch, das muss man auch erstmal behaupten können. So, hier könnt ihr mal sehen, wie breit diese Felgen und diese Reifen wirklich sind. Das ist wirklich, wirklich krank. Also, das ist das, oder? Das ist wirklich, also, Boards of Steel. Also hier in dieser Halle gibt es ja den Überbestehen. Ja, schwierig. Hier würde ich so einiges nehmen. Also das ist wirklich eine Halle, in der könnte ich mich den ganzen Tag eigentlich aufhalten. Jedes Auto inspizieren. Also hier S14A, also S14 Cookie, Facelift-Version quasi, umgangssprachlich genannt. Rocket Bunny Umbau. Abgasanlage in der Mitte mit Work Emotion drauf. Wahnsinnig geil, auch mit Drifter-Style, vorne mehr Sturz als hinten. Wirklich richtig, richtig schick. Super Auto. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht schaffe, alles zu filmen. Aber es ist so viel hier, Wahnsinn. Ihr seht schon, David ist auch ganz begeistert. David ist müde, David hat nicht genug geschlafen heute. David muss einen Energy trinken. Sei wie David, trinke einen Energy. 318 IS auf Turbo. Sehr, sehr cool, weil
finde es eine sehr geile Idee, weil einfach die ganze Geschichte nicht so oft gemacht wird. Meistens ist immer M50, B25 Swap. Und dementsprechend finde ich das mal ganz geil, dass man jemand sagt, alles klar, wir nehmen hier die S und bauen da eine Turbo drauf. Super geile Aktion. Zudem natürlich mit wahnsinnigen Details, ne? BBSRS-Felgen drauf, Takata-Gurte drinne, Bügel, eine richtig genial ausgepolsterte Rückbank, das sehe ich jetzt selber gerade erst. Ich zoome mal ran. Da sind Kopfstützen mit eingepolstert. Mit AMG-Sitze. Absolut genial. Mit bitte? AMG-Sitze. Sind AMG-Sitze? David sagt gerade, das sind wohl AMG-Sitze hier. Also wirklich, wirklich feines Quality. Armaturenbrett Carbon. Der ganze Motorraum mit Carbon überlaminiert. Das Ding ist wirklich sick. Richtig sick. Hier ein Auto finde ich sehr, sehr geil. Aber ich verstehe diesen Style nicht, weil, ich zeige euch das hier mal. Hier wird der Reifen von der Felge quasi wieder runtergeholt, dann so weit mit Luft befüllt, dass er Luft hält. Das sind dann so Felgen wie Work zum Beispiel, hat das auch. Dann halten die auch so schon Luft. Das heißt, er steht hier nicht luftlos. Aber es ist halt irgendwie blödsinnig. Und es hat halt eben auch meiner Meinung nach nichts mit vernünftigem Fitment zu tun, wenn das Bett einen halben Meter über das Rathaus steht. Ich habe den Style noch nie verstanden. Vielleicht kann es mir ja noch jemand erklären. Aber das ist selbst mir eine zu komische Variante von Stance, weil wenn wenigstens die Felge im Endeffekt so stehen würde, dass die Kante, ne, nur draußen steht, alles okay, aber dass die halbe Felge übersteht, das hat für mich nichts mit vernünftigem Fitment zu tun. Trotzdem finde ich die Karre sick, versteht mich nicht falsch, ne? Ich will die Karre nicht haten, ich mag das, ich verstehe den Style noch nicht. So Freunde, macht euch bereit, hier kommt jetzt was richtig Leckeres. Wir haben hier einen Honda Civic, komplett gemacht, das Ding liegt komplett auf dem Boden. Also wirklich komplett, hat einen brutalsten Breitbau drauf. Und was ich so witzig finde, der hat einfach wahrscheinlich, denke ich mal, Gewindenieten drin und hat hier von Felgen quasi, also von dreiteiligen Felgen die Schrauben benutzt. In komplett eloxiert oder Neochrome besser gesagt, die Felgen im ähnlichen Style. Guckt euch mal an, wie breit die Karre ist. Das ist Wahnsinn. Da weißt du auf jeden Fall Bescheid. Hammerding. Hier mal wieder, also man sieht es immer öfter, aber THX-Felgen auf dreiteilig umgebaut. Das sieht man halt in Deutschland meiner Meinung nach nicht so oft. Deswegen finde ich es immer noch mal erwähnenswert. Sehr, sehr schön. Schönes Auto. Schöner alter 7er. Hier Lexus GS300, auch bekannt als Toyota Aristo. Ja, hat den brutalsten VIP-Style auf jeden Fall. Guck mal, drinnen mit Champagnergläsern, komplett auf Camber und guckt euch dieses Bett an. Das ist halt, muss man halt mögen. Aber ich finde das Auto wahnsinnig, wahnsinnig gelungen. Guckt euch den Sturz an. Die Felge, jetzt mal der Reifen, berührt schon gar nicht mehr richtig den Boden. Geil. Richtig, richtig geil. In Japan fahren die noch mehr Camber. Ich weiß. Und zwar Static. Was findest du? Das ist zu krass. Nicht dein Ding, ne? Nein. Ist auch nicht schlimm. Also meine Kunde ist der BMW davon. Mit den umgebauten TX-Felgen, ne? Der ist geil. Ein bisschen höher. Der ist geil. Nein, mein Bruder. Alte Autos auf Luft ist für mich die beste Kombination. Ja, aber Luftfahrwerk. Weißt du, ich finde das immer Bombe. So, wie du fahren kannst, weißt du? Also, so hinstellen ist es okay, aber ich finde immer, wo man fährt. Obwohl das Luft halt, ne? Und das ist zu krass, Alter. Das liebe ich ja. Zu krass. Wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich wollte mich noch ganz kurz bedanken, war ist das. Wir haben heute was kennengelernt. Wahnsinnig herzlicher Mensch, hat mega Spaß gemacht, den ganzen Tag durch die Veranstaltung laufen. Ist das. Aber was wir hier organisiert haben, wie die Hubs aufgedeckt haben, Hammer. Also auf jeden Fall alle Kanäle abchecken. Ich verlinke alles von Gas50 von unserem Mean Time to Drive, den ja jeder von euch kennen sollte. Hobbit, Drifting Lele. Wer war geiler Typ, der Typ hier. Auf jeden Fall. Drifting Lele auf jeden Fall auch abonnieren. Die Jungs, ja, die kamen am Anfang mit ihrem Kanal abonniert, denke ich. Also zeigt mal ein bisschen Liebe bei den Jungs.